Okay, das konnte ich nicht lernen. Das konnte ich lernen. Gut. Über magische Einschlüsse. Es gibt viele Zauber, die dem Körper oder den Überresten eines Wesens seinen Geist entreißen können. Magisches Gefäß ist ein solcher Zauber. Eine Zauberformel, die den Geist eines Wesens in einem Objekt einschließt, bis er einen neuen Wirt findet. Bestimmte magische Gegenstände können so hergestellt werden, dass sie eine Seele beinhalten können. Einige davon sind verzaubert, sodass der Besitzer des Behälters, sei es ein Gefäß, eine Schatulle, eine Medaille oder ein anderes schließbares Objekt, Macht über diese Seele ausüben kann. Ein auf diese Weise gefangener Geist hat keine andere Wahl, als seinen Fänger zu gehorchen, bis der Gegenstand zerbricht oder auf anderem Wege freigelassen wird. Okay. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gemächer von Heffern an. Will ich wissen, wo die von Kayla sind? Wenn sie überhaupt welche hatte. What do you say then? Are you ready for this final battle? Was sagt ihr, Benno? Ihr seid ihr bereit für diesen finalen Kampf? Ich werde den Kampf anführen, Corporal. Folgt mir, wir gehen hinein. It's strange to be so close to her. Finally we get a chance to end this once and for all. Es ist seltsam, ihr so nahe zu sein. Endlich haben wir die Chance, dies ein für alle Mal zu beenden. Well said. Open the door, soldiers. The Shining Lady's Crusade ends now. Ein wackeres Wort. Öffnet die Tür, Soldaten. Der Kreuzzug der strahlenden Dame endet jetzt. And so we reach the end of a long, long journey. If you only knew the sacrifices I made to bring us to this point. All of them worthwhile. Und so erreichen wir das Ende einer sehr langen Reise. Wenn ihr nur wüsstet, welche Opfer ich brachte, um uns an diesen Punkt zu bringen. Sie alle waren es wert. Ich bezweifle nicht, dass ihr das getan habt, wahrscheinlich, da fehlt ein B, was ihr für das Richtige hieltet, Kayla. Doch eure Bemühungen haben nur zu Chaos und Zerstörung geführt. Ergebt euch jetzt. Das ist nur eine Frage der Sichtweise. Überlegt euch genau, welche Worte ihr als nächstes wählt. Sie werden eure letzten sein. Das ist nur eine Frage der Sichtweise. Many soldiers gave their lives to stop you, Kayla. Their sacrifices are the ones that matter. Viele Soldaten haben ihr Leben gelassen, um euch aufzuhalten, Kayla. Es sind ihre Opfer, um die es geht. Change is upon us. Great and righteous change. You've come to face me, so do so. Now is our time. Veränderungen kommen auf uns zu. Große und gerechte Veränderungen. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern. Also los, jetzt ist uns eure Zeit gekommen. Fernand, you've caught me in your spell as well. I can't move. Have I now? How distressing for you. You'll just have to stand and watch. As my plan reaches fruition. Habe ich, wie schlimm für euch, ja. Your plan? What do you mean? Heffernan, what are you doing? Euer Plan, was meint ihr damit, Heffernan? Was habt ihr vor? You'll find out soon enough, my puppet. Once the devils begin their march into this world. Bleed, Ballspawn. Bleed for my master. Ihr werdet es früh genug herausfinden, Marionette. Wenn die Teufel erst in diese Welt einmarschieren, blutet Balboot. Blutet für meinen Meister. You're outnumbered, Benz. Go for reinforcements now. Ihr seid zahlenmäßig unterlegen, Benz. Holt Verstärkung sofort. Gods help us all. They've opened the portal to the nine hells. Out! Everyone get out and get the vault door locked now! Mögen die Götter uns beistehen. Sie haben das Portal zu den neuen Höllen geöffnet. Alle raus. Schließt die Tür zum Gewölbe sofort. Sir, was ist mit? Leave them. There's no time. We have to secure the vault immediately. Devils could flood this place any second. Lasst sie hier. Wir haben keine Zeit. Wir müssen das Gewölbe sofort sichern. Teufel könnten diesen Ort jede Sekunde überrennen. Heffernan, what have you done? I will not let him corrupt our work by bringing forth an army of fiends. Crusaders, with me. Hm.
Ja. If we must pass into a world of fiends and fire, I am glad it is this one. Wenn wir schon eine Welt von Schleusern und Feuer betreten müssen, dann freut es mich, dass es diese ist. Es freut euch, dass wir eine der neuen Höllen betreten. Es gibt noch eine andere Hölle, die ihr weniger betreten wollt. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu reden, Vikonia. Es ist Zeit zu handeln. Es freut euch? Believe me, I am not glad to be facing this portal. But were we to step into the abyss, Loth would strike me down in a heartbeat. Glaub mir, es freut mich nicht, dass wir es freut mich nicht, vor diesem Portal zu stehen. Aber wenn wir den Abyss betreten würden, würde Lolf mich im Handumdrehen erschlagen. Wenn wir also den Abyss betreten, sind wir verloren. Aber da es sich hier nur um die neuen Höllen handelt, denkt ihr, dass wir zurechtkommen? Das ist eine optimistische Art, die Situation zu betrachten. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu reden. Das ist eine optimistische Art. If I stood next to anyone else, I would consider myself lost, no matter what lay on the other side of that portal. But because it is you, I am confident. Wenn jemand anderes mich begleiten würde, würde ich alle Hoffnung verlieren, ganz egal, was auf der anderen Seite des Portals liegt. Aber da ihr an meiner Seite steht, bin ich zuversichtlich. Ja, jetzt können wir romantisch sein mit Vikonia. Ich fühle mich gegenüber euch genauso. At this point, you have no choice but to rely on me, so it serves you well to flatter me. Still, I appreciate the compliment. Ihr habt jetzt nicht wirklich eine andere Wahl, als sich auf mich zu verlassen. Es bringt euch also nichts, mir zu schmeicheln. Ich weiß das Kompliment aber durchaus zu schätzen. You surprised me, Abil. I thought our alliance would prove tedious, but you have shown yourself to be not quite as bad as I thought. Ihr habt mich überrascht, Abil. Ich hatte erwartet, dass unsere Allianz sich als mühsam erweisen würde. Aber wie sich herausgestellt hat, seid ihr nicht so schlimm wie erwartet. Danke. Wir könnten hier einfach nur ein Kompliment machen, oder, Vikonia? Es versteckt sich immer etwas Gift in euren süßen Worten. Ich fühle mich ja so geschmeichelt. Ich meine es ernst. Das war ein umwerfendes Kompliment. Gib mir einen Augenblick, ich muss mich hinsetzen und das verarbeiten. Mir ist klar, dass ihr nur selten ernst gemeinte Komplimente macht, Vikonia. Ich weiß es zu schätzen. It is difficult for me to speak my mind at times, so that surface dwellers understand me. I do not feel things as you do. I meant my statement to be flattering. Es fällt mir manchmal schwer, mich so auszudrücken, dass irgendwelche Bewohner mich verstehen. Ich empfinde nicht so wie ihr. Meine Aussage sollte schmeichelhaft sein. Ich verstehe, danke. Es ist schwer, jemandem ein Kompliment zu machen, Vikonia. Ihr solltet das öfter machen. Es kommt mir manchmal wirklich so vor, als würden wir unterschiedliche Sprachen sprechen, aber ich bin euch für den Versuch dankbar. Ich verstehe, danke. I'm sorry too for my earlier outburst. I was tense. Mein Ausbruch vorhin tut mir auch leid. Ich war angespannt. Macht euch keine Gedanken drüber. Wir sind alle angespannt. Ich kann über etwas gelegentliche Bissigkeit hinwegsehen. Es sollte euch leid tun. Macht euch keine Gedanken. It is customary, I think, to share a kiss for luck. Ich glaube, es ist braucht, jemanden mit einem Kuss Glück zu wünschen, oder? Ich weiß zwar nicht, wessen braucht das ist, aber er gefällt mir. Das würde mir gefallen, Vikonia. Lead on, Abil. Nach euch, Abil. So. Wie kann ich helfen? Kela ist in die neuen Höllen geflüchtet. Er sollte unter den Gefangenen des Kreuzzugs nach Mycenas Vater suchen. Okay, es gibt keine Gefangenen mehr. Oh. Und da kommt schon der erste Imp. Frei, endlich frei. Schwarzer Abashi und ein Lemur. Schnell rein da. Bevor wir hier vor dem Portal überrannt werden. Avernus, the first pit of the nine hells assaults your senses. The stench of brimstone and curdled milk fills your nostrils, coating your tongue and throat in a nausea-inducing film. The bitter moans of the damned envelop you, pressing in from all sides, smothering. As your watering eyes grow accustomed to the dim lava light of the pit, you begin to feel the oppressive majesty of the blasted waste around you. In pursuing the Shining Lady, you have been brought to the darkest place imaginable, and the pursuit is not yet over. Crusader corpses litter the ground around you, but of Kayla herself, there is no sign.
Avernus, die erste Grube der neuen Höllen, überfällt eure Sinne. Der Gestank von Schwefel und saurer Milch erfüllt eure Nase und legt sich wie eine hauchdünne, widerliche Schicht über eure Zunge und euren Rachen. Das verbitterte Klagelied der Verdammten ertönt von allen Seiten und lässt euch nicht mehr los. Als eure tränenden Augen sich langsam an das schwache Licht der Lava in der Grube gewöhnen, erblickt ihr die bedrückende Pracht der verdammten Einöde, die euch umgibt. Eure Verfolgung der strahlenden Dame hat euch in die tiefste Dunkelheit geführt, aber ihr habt euer Ziel noch längst nicht erreicht. Der Boden ist mit den Leichen der Kreuzritter bedeckt, aber von Kela fehlt jede Spur. Oh, 20.000 Erfahrung. Welche Anzeichen von Kela? Wir müssen die Hexe finden. Also wir sind irgendwo in Avernus. Wohin habt ihr mich gebracht, Benno hier? Wer sagt denn das? Dawn. Dies ist nicht die Hölle für Dawn in Kahn. Der ganze Ort brennt, sagt Nera. Ich war das nicht. Nera, ja. Ihr hättet niemals herkommen sollen, aber wir sind äußerst froh, dass ihr hier seid. Zurück, Teufel, zurück, sage ich. Es gibt kein Zurück für euch Sterbliche und auch kein Vorwärts. Eure Reise endet hier. Seid mutig, Kreuzritter, gemeinsam werden wir diese Scheuser töten. An dieser Schlacht möchte ich mich nicht beteiligen, ich will mich da raushalten. Ihr seid mir im Weg, Elender, wartet jetzt euren Tod. Ja, reißt ihn die Gliedmaßen raus. Nun sterbt durch meine Klauen, törichter Kreuzritter. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Ich merke, hier ist's böse. What have you brought me to? This is not the hell for Dorneal Khan. Yeah. Wie kann ich helfen? Sprich mal Hast. Bisschen näher ranzoomen wieder. Du sprichst der Verteidigungskoordination und du einen Segen. Worum geht es diesmal? Der ganze Ort brennt. Ich weiß nicht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Höllenkatze auch noch. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? You have my thanks. Without your help, we would surely be dead by now. Hab meinen Dank. Ohne eure Hilfe wären wir sicherlich schon tot. Habt ihr ein anderes Ergebnis erwartet, als ihr kopfüber in eine der neuen Höllen gestürmt seid? Glaubt nicht, dass ihr hier bereits gerettet seid, Kreuzritter. Ihr lebt nur, weil ihr mir von uns sein könntet. Ihr seid jetzt tot. Ihr seid einfach nur zu dumm, es zu merken. Nehmen wir die Eins. It has all gone wrong. We were to have your blood to open the portal days ago. When we marched here, our numbers were to be legion. We never expected to have to hold Dragonspear Castle for so long. Never suspected Heavenhand would betray us, or our lady would charge into darkness alone and unaided. Es ist alles schief gelaufen. Wir wollten euer Blut schon vor Tagen dazu verwenden, das Portal zu öffnen. Als wir hierher marschierten, hätten wir zahlreich sein sollen. Wir hätten nie damit gerechnet, Burg Drachenspeer so lange halten zu müssen. Hätte niemals gedacht, dass Heffern an uns hintergehen würde oder unsere Dame sich alleine ohne Hilfe der Dunkelheit stellen würde. Also seid ihr Narren gefolgt. Mein Blut, deswegen hat Kayla versucht, mich in Baldur's Tod zu töten. Not killed. Kidnapped. You were no good to her dead. She needed divine blood.
'Tis the key that unlocks the door to hell. Nicht getötet, entführt. Ihr wart ihren Toten nicht von Nutzen. Sie brauchte göttliches Blut. Das ist der Schlüssel, der das Tor zur Hölle öffnet. And we delivered it right to her. Or more accurately, her stooge. Und wir haben es hier geliefert, oder genauer gesagt, ihrem Handlanger. There is a bridge not far from here that leads to a gray stone.